Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Was für ein Wort. Ich kläre mit Daniel Belker, Managing Partner bei der Hövela Holzmann, um was es dabei geht, wen es betrifft und wieso das Thema auch wichtig ist für Unternehmen, die heute noch gar nicht direkt betroffen sind. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen bei den Davicon CFO Insights. Ja, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und des Nachhaltigkeitscontrolling habe ich heute einen Gast, der sich mit dem Thema Lieferkettengesetz sehr gut auskennt, nämlich den Daniel Belker von der Hövela Holzmann aus Düsseldorf. Hallo Daniel. Ja, hallo Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Lieferkettengesetz. Also man hat eine Zeit lang sehr viel darüber gelesen. Man könnte schon fast sagen, das Thema ist schon fast durch, weil das startet schon relativ zeitnah, soweit ich weiß, am 01.01.2023. Aber wir wollen heute auch mal ja die Auswirkung auf kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen ein bisschen beleuchten. Aber bevor wir das tun, stell dich gerne einmal vor und auch, was die Hövela Holzmann macht. Ja genau, mein Name hast du ja schon gesagt, Daniel Belker. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Papa von zwei Kids und natürlich auch Managing Partner bei Hövela Holzmann. Ja, den Einkauf, den habe ich, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt und war über 12 Jahre in verschiedenen Konzernen, in verschiedenen Rollen im Einkauf tätig. Seit 9 Jahren nun berate ich hier unsere Kunden bei Hövela Holzmann rund um die Themengebiete Supply Chain Management und Einkauf. Wobei der Einkauf da definitiv meine Leidenschaft ist, ja, und ich mich mein ganzes Berufsleben eben mit Einkaufsthemen auch beschäftigt habe. Ja, wir sind eine sehr spezialisierte Beratung, eben im Supply Chain Management und in der Einkaufsoptimierung. Und das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette treibt uns tatsächlich schon seit Jahren um. Also das ist jetzt für uns nichts ganz Neues, ja, sondern das ist schon, wird schon länger besprochen, gerade auch bei großen Unternehmen länger besprochen. Insofern ist das Lieferkettengesetz, da kommen wir ja gleich drauf, eben ja schon eine Fortführung dieses Themengebietes, was wir häufig besprechen mit den Kunden. Genau, weil es natürlich viele freiwillige Initiativen im Unternehmen gibt, weil ich glaube, jeder hat verstanden, das ist wichtig auch fürs Image des Unternehmens. Niemand möchte in der Zeitung stehen, weil irgendwo die Kinder dann die Stoffe zusammenweben oder aber irgendwelche Fabriken explodieren. Und solche Themen hatten wir ja wirklich. Und dann wurde gleich mal geguckt, welches Modelabel hatte denn da sein Etikett drauf. Und genau solche Dinge will man vermeiden. Aber jetzt wird es ja mit dem Lieferkettengesetz doch etwas strenger. Ja, genau. Jetzt wird es ein Gesetz eben. Als ich das Gesetz zum ersten Mal oder den Entwurf davon zum ersten Mal im Jahr 2020 las, da erkannte ich tatsächlich den großen Handlungsbedarf, der auf die Unternehmen dazu kam. Und in der Diskussion dann mit unseren Kunden wurde eigentlich ziemlich schnell klar, eben dass nicht nur die Einkaufsabteilung betroffen ist, sondern tatsächlich auch noch andere Funktionen, insbesondere Nachhaltigkeit, also Corporate Social Responsibility, die Rechtsabteilung ganz klar, auch eine Revisionsabteilung ist dort betroffen. Und ja, insofern eine echte cross-funktionale Verantwortung. Und tatsächlich hatten wir dann unser erstes Beratungsmandat im Bereich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so heißt es ja, oder kurz LKSG, dann ganz wenige Tage nach der Unterzeichnung des Gesetzes von unserem ersten Kunden erhalten. Und ja, seitdem, das ist jetzt ja auch schon wieder über ein Jahr her, konnten wir doch erfolgreich mehr als 10 Projekte in diesem Bereich abschließen. Also ab wann bist du verpflichtet? Genau, also vielleicht so als Datum ist es tatsächlich der 1. Januar 2023. Zunächst nur für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Mhm. Ein Jahr später, dann 1.1.2024, gilt es dann für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Ganz interessant dabei ist, dass das auch für ausländische Unternehmen gilt, wenn ihre deutsche Zweigniederlassung eben über diese Mitarbeiteranzahl kommt. So, und 1.000 Mitarbeiter, das ist ja nun keine so große Größe. Also es betrifft ja schon einige mittelständische Unternehmen, alleine dann von der Größe im Jahr 24. Das heißt, man ist gut beraten, sich heute schon darauf vorzubereiten. Aber es gibt ja auch noch die, die mittelbar betroffen sind, nämlich als Zulieferer größerer Unternehmen. Ganz genau. Also die Mitarbeiterzahl ist erstmal das einzige Kriterium, ob man betroffen ist.
Wenn wir uns jetzt aber in Deutschland den typischen Mittelstand angucken, der natürlich auch häufig unter 1.000 Mitarbeiter hat im B2B-Umfeld, dann haben sie dennoch Kunden, die wiederum über den 1.000 oder 3.000 Mitarbeiter liegen. Das heißt, die mittelbar von dem Gesetz betroffen sind und die wiederum dann ihren Lieferanten, also auch diesem deutschen Mittelständler, der unter 1.000 Mitarbeiter hat, dann entsprechend Unterlagen, Fragebögen, sonstige Dokumente zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sendet und somit dann auch diese kleineren Unternehmen zu betroffenen Unternehmen macht. Wir nennen das hier intern den Schneeball-Effekt, ja, dass man einfach wie so eine Lawine dann einfach mitgerissen wird. Und am Ende des Tages ist dann tatsächlich doch jedes Unternehmen betroffen irgendwie in Deutschland. Zumindest im B2B-Umfeld, ja, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja, und damit zeigt sich einfach die Relevanz, ne? Also damit zeigt sich einfach, ja, man denkt, man wiegt sich vielleicht in Sicherheit, 3.000 Mitarbeiter und erst Anfang nächsten Jahres, ist dann aber doch mittelbar betroffen, weil einfach die größeren Unternehmen das auch einfordern und dann vielleicht ein Jahr später selbst betroffen, weil man halt die Größe von 1.000 Mitarbeitern hat. Und da kommt ja noch mehr, weil diese Nachhaltigkeitsproblematik oder diese Nachhaltigkeitssichtweise wird ja immer stärker und eventuell bin ich ja dann über die EU, über Regularien, die dort in Arbeit sind, irgendwann auch ab 250 Mitarbeitern betroffen. Vielleicht nicht unbedingt in der Lieferkette, aber wir haben ja eine Schnittmenge von Daten und Schnittmenge von Nachhaltigkeitsthemen, die dort beantwortet werden müssen. Absolut. Also erstmal grundsätzlich empfehlen wir auch kleineren Mittelständlern, bestimmte Aspekte des LKSG unbedingt umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel die Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte, die ein Unternehmen eben veröffentlicht. Ja, das ist ein Thema, denke ich mal, das ist auch in Deutschland problemlos möglich. Das Gleiche gilt beispielsweise das Aufsetzen eines Code of Conduct, ja, also eines Dokumentes, was man wiederum seinen eigenen Lieferanten zur Unterzeichnung und als verbindlichen Vertragsbestandteil zusendet, sodass man auch als kleineres Unternehmen, also unter 1.000 Mitarbeiter, zumindest mal eine vertragliche Grundlage mit seinen eigenen Lieferanten hat, dass dort in der Lieferkette jetzt konkret die Menschenrechte geachtet werden. Man muss ganz klar sagen, das Lieferkettengesetz, das zielt jetzt eben auf die Achtung der Menschenrechte in der Lieferkette ab und ist somit eigentlich ein kleines Puzzleteil in diesem ganzen Nachhaltigkeitskomplex. Wir sehen ganz klar, die CO2-Diskussion ist ja in der Gesellschaft im vollen Gange. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis da weitere Sorgfaltspflichtengesetze erlassen werden, die beispielsweise dann auch auf zügige Reduzierung der CO2-Emissionen abzielen beispielsweise oder andere Nachhaltigkeitsthemen eben tangieren. Insofern ganz klar, die Nachhaltigkeitsfunktion ist auch im Mittelstand und auch in Unternehmen unter 1.000 Mitarbeitern in der Zukunft absolut notwendig. Und wir empfehlen ganz klar, unseren Kunden dort frühzeitig eben auch in diese Richtung zu denken und Organisationen, Strukturen und Prozesse dahingehend aufzubauen. Machen wir es mal im konkreten Beispiel. Also viele Einkäufer beziehen bestimmte Teile aus China beispielsweise. Wie geht ihr so ein Projekt jetzt an? Also ihr müsst ja jetzt sicherstellen, dass bestimmte Menschenrechte, die auch definiert sind, eingehalten werden. Also ich sage mal als Extrembeispiel Uigurenlager. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass das jetzt nicht meine Zulieferer sind? Weil das Papier ist ja geduldig, reicht das? Wenn ich diesen Code of Conduct habe und da steht drin, nee, machen wir nicht. Hier hast du das Papier. Mit Sicherheit bin ich dann vertraglich schon mal einen Schritt weiter. Hilft mir aber ja nicht dann, wenn dann am Ende doch mein Name in der Zeitung steht und gesagt wird, ja, das hat er wissentlich in Kauf genommen. Genau. Also das ist eine ganz interessante Fragestellung und das zielt jetzt schon auf ein angemessenes Risikomanagement ein. Ich möchte mal einmal kurz ausholen. Grundsätzlich unterscheiden wir bei dem Risikomanagement jetzt Bezug auf das Lieferkettengesetz eben auf zwei Bereiche. Zum einen auf den eigenen Geschäftsbereich, also praktisch die eigene Niederlassung. Man kann ja auch durchaus Produktion selber auch in Asien haben beispielsweise, ja, oder in Südamerika Produktionsstandorte haben. Und zweitens eben auf die unmittelbaren Lieferanten. Also das Gesetz zielt eben genau auf die Lieferanten ab, die auch eine Rechnung dann praktisch schicken an das Unternehmen. Wenn ich erstmal auf den eigenen Geschäftsbereich eingehe, da stehen genauso die Identifizierung von Risiken im Mittelpunkt, wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung, Antidiskriminierung und sowas. Mhm. Das ist da dort genauso wie bei den Lieferanten auch ein Thema. Ja? Und das ist genauso relevant. Also ein Unternehmen hat, denke ich mal, noch einen größeren Reputationsschaden, wenn es rauskommt, dass in seinen eigenen Werken
gegebenenfalls dort so ein Missstand herrscht. Vielleicht sogar eben noch schlimmer als bei einem Lieferanten. Ja, insofern ist es genauso wichtig wie wie bei den auswärtigen oder externen Lieferanten. Die Abteilungen, die dort im Vordergrund stehen, also bei dem internen Risikomanagement, sind meistens die Revision, die Rechtsabteilung und auch meistens oder häufig die Personalabteilung. Das externe Risikomanagement, eben der zweite Bereich, zielt eben auf die direkten Lieferanten ab. Das heißt, die eine Rechnung senden, wie ich schon sagte. Dabei muss man einmal beachten, dass das nicht nur auf Lieferanten abzielt im direkten Produktionsmaterial. Ja, das haben wir ganz häufig, dass dann Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ja, also die Stahllieferanten, die wir benötigen als Maschinenbauer und so weiter, das haben wir alles im Griff. Das ist gut, dass man die im Griff hat, aber es gibt auch noch die indirekten Lieferanten, also die nicht für die Produktion liefern oder für die direkte Wertschöpfung. Und zwar ganz interessante Lieferanten auch. Ich kann da mal zum Beispiel sagen, Facility Management, also Reinigungsdienstleister für Fabrikationshallen oder für Büroräume, Logistikdienstleister werden ganz häufig vergessen oder Bauunternehmen, ja, die irgendwelche Bauthemen halt für diese Firmen auch erledigen. Die sind natürlich dort auch betroffen vom Lieferkettengesetz. Und viele Unternehmen haben in dem indirekten Bereich tatsächlich auch ein Transparenzproblem, denn sie haben gar nicht so sehr die Daten bereit, ja, welche Lieferanten sie mit welchem Volumen aus welchem Land dann beauftragt haben, wie häufig im direkten Bereich. Ja. Und das ist ein Risiko oder das ist eine Lücke und auch ein Risiko entsprechend jetzt, was das Gesetz angeht. Insofern gehen wir am Anfang des Projektes ganz klar auf diese Datentransparenz und schauen uns erstmal an, dass wir alle Daten, Einkaufsdaten in so einem genannten Spend Cube zusammentragen. Das heißt, eine Datenbasis, eine Datenbank, die Transparenz über das Einkaufsvolumen und das Herkunftsland der Dienstleistung oder Materialien, die ein Lieferant liefert, gibt. Und wenn wir das erledigt haben, wenn wir da eine Datenbasis haben, dann gehen wir an die eigentliche Risikobewertung ran. Und dazu nutzen wir jetzt in den Projekten ein Tool, was wir selbst entwickelt haben, ein Risikoscoreboard, in dem wiederum zwei Komponenten zum Tragen kommen. Die erste Komponente sind Indizes, die die Menschenrechtslage je Herkunftsland abbilden. Mhm. Ja, beispielsweise was Kinderarbeit oder Gleichstellung eben angeht oder Koalitionsfreiheit. Ja. Und du hast recht, beispielsweise jetzt China ganz konkret, da gibt es schon ein Thema mit der Koalitionsfreiheit. Ja, also da kann jetzt nicht jeder einfach eine Gewerkschaft gründen, so wie das in Deutschland geht, oder frei seine politische Meinung natürlich äußern. Ja, da haben wir als Land, als gesamtes Land schon mal ein Thema. Die zweite Komponente ist die Risikoeinschätzung je eingekaufter Warengruppe. Ja, also eine Warengruppe kann sein, zum Beispiel Stahl, Halbleiter oder Logistikdienstleistungen eben. Wenn man diese beiden Komponenten auf seine Lieferantenbasis anwendet, erhält man pro Lieferant ein Risikoprofil. Ja, das kann also ein hohes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko oder gar kein Risiko eben sein. Und je Risikoklasse, die dann entsprechend herausgearbeitet wurde, sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig. Das reicht von einem simplen, wir unterschreiben ein Code of Conduct. Ja, also wenn man mit Hövler Holzmann dann zusammenarbeitet, dann sind wir ein Lieferant. Dann unterschreibe ich da gerne den Code of Conduct. Und da kann sich der Kunde in Deutschland sehr sicher sein, dass eine deutsche Unternehmensberatung eben sämtliche Menschenrechte achtet. Na, hoffentlich. Außer die Arbeitszeit vielleicht. Nein, also das ist schon gegeben. Eine ganz radikale Maßnahme wäre natürlich, oder beziehungsweise auf einem anderen Ende der Maßnahmen, ist dann beispielsweise ein Lieferantenaudit vor Ort, wo man wirklich dann vor Ort hinfährt und den Lieferanten auditiert. Und da kommt es eben darauf an, inwieweit ein Unternehmen überhaupt bei seinem Lieferanten auch eine Einflussmöglichkeit hat. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise Halbleiter beziehe aus China oder Elektronikkomponenten und ich kann im Grunde genommen an dem Uiguren-Problem als Unternehmen überhaupt nichts ändern. Ja, da kann auch mein Lieferant nichts ändern an dem Uiguren-Problem. Ich stelle aber in einem Audit vor Ort fest, dass eben dort keine Uiguren unter Zwangsarbeit stehen und dass auch keine Kinderarbeit stattfindet und dass im Grunde genommen die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort vor Ort völlig in Ordnung sind und unserem europäischen Standard entsprechen. Dann ist dem Sorgfaltspflichtengesetz Rechnung getragen. Ja, das heißt, man hat sich vor Ort proaktiv, hat man das Risiko bewertet und kann feststellen, dass keine Verletzung vorliegt. Das heißt, man muss jetzt nicht die Beziehung zu sämtlichen chinesischen Lieferanten abbrechen, ja, sondern kann natürlich ganz klar in der Dokumentation des Lieferkettengesetzes festhalten. Also wir kaufen
bei so und so vielen chinesischen Lieferanten ein, haben dort auch ein Risiko festgestellt, ne, aufgrund des Landes, aufgrund der politischen Situation, haben uns aber vor Ort selbst davon überzeugt, dass die Arbeitsbedingungen eben unseren Standards, unserem Code of Conduct, unseren, dem, sag ich mal, den Standards des Gesetzes eben Genüge tun. Okay, und das Ganze ist ja bei Verstößen auch nicht so ganz unerheblich, ne? Also die Strafen sind ja schon, wenn du jetzt feststellen solltest, du hast dort in der Lieferkette jemanden, der sich nicht an die Menschenrechte hält und du beschäftigst ihn wissentlich weiter, schon erheblich. Also die angedrohten Strafen sind drakonisch, absolut. Ja, das sind Buß- und Strafgelder von bis zu 2% des Umsatzes. Also das heißt, das Thema ist deshalb auch von allen Unternehmen sehr ernst genommen. Genau. Was auch viele Unternehmen betrifft, ist tatsächlich der gegebenenfalls ein Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Mhm. Das kann auch wehtun. Ja. Aber natürlich ist bei allen wirtschaftlichen Themen am Ende des Tages nicht zu vergessen, der Image-Schaden der Öffentlichkeit eben. Das haben wir ja gesehen bei einigen Firmen in der Textilindustrie, das hattest du eingangs erwähnt. Und das kann natürlich negative Folgen auch für Umsatz und bildet ein erhebliches Risiko eben für den Fortbestand des Geschäftsmodells einfach der Unternehmen. Insofern denke ich mal, ist es auch absolut ethisch, sich dort eben um die Lieferkette zu kümmern. Grundsätzlich wird sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über die Einhaltung des Gesetzes kümmern, also überprüft das und kontrolliert die Unternehmensberichte beziehungsweise geht eben eingereichten Beschwerden nach. Und wenn Sie da Versäumnisse oder Verstöße feststellen von den Unternehmen, dann können eben auch diese Bußgelder verhängt werden. Also wir gehen auch davon aus, dass die Wirtschaftsprüfer dort bei den Testaten, also wenn sie dort den Jahresabschluss testieren, dass sie dort auch genau diese Themen nochmal abprüfen und entsprechend das in ihre Berichte aufnehmen. Ja, das, also man sieht man auch daran, das Thema ist nicht mehr aufzuhalten und ist einfach Unternehmensrealität. Um es mal zusammenzufassen, du sagtest eben, intern ist, glaube ich, unstrittig. Wenn ich dort irgendwo intern Kinder beschäftige oder dort Sozialstandards nicht einhalte, dann bin ich in der eigenen Verpflichtung, dann kann ich mich auch nicht darauf berufen, ich habe einen Code of Conduct gezeichnet. Gibt es im Moment auch ein ganz aktuelles Beispiel, ich glaube Hyundai war das, den vorgeworfen wird in den USA, 3 Minderjährige beschäftigt zu haben. Diese Minderjährige kamen über Arbeitsvermittler und der Schaden, der daraus resultiert und die Untersuchungen, die das nach sich zieht, sind natürlich immens. So, das war das Interne. Ich glaube, da sind wir beieinander und da können wir sagen, Häkchen hinter, das muss jeder für sich in Kontrolle haben. Das Zweite, sagtest du gerade, sind die externen Lieferanten. Ich vermute mal, dass du da auch eine Abstufung machst. Es gibt ja Lieferanten, die mir vielleicht 80% eines Rohstoffs liefern und dann die nur die Bleistifte schicken. Ich denke auch da von der Risikomatrix, und da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen, oder diese Risikobewertung, spielt das eine Rolle? Und das wird dann wahrscheinlich auch das zentrale Instrument sein, den Nachweis zu erbringen, dass ich an der Stelle das Lieferkettengesetz einhalte. Korrekt. Also die Lieferanten kann man nochmal so einteilen, dass sie einmal wesentlich zur Wertschöpfung beitragen beim Unternehmen. Ja, da können wir uns jetzt drüber streiten, ob ein Bleistift eben ein wesentlicher Beitrag ist, ja, zum Unternehmen. Aber zum Beispiel ein Logistikdienstleister, der die LKWs stellt, wo Waren gefahren werden, der ist definitiv dabei, ganz klar. Das Zweite ist eine Wesentlichkeitsgrenze. Ja, da gibt es jetzt keine Rechtsprechung zu, aber wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Kunden klar abgestimmt, auch mit den Juristen klar abgestimmt, dass sämtliche Kreditoren, die unter 10.000 Euro Einkaufsvolumen liegen, als unwesentlich eingestuft werden. Das heißt, da haben wir dann entsprechend eine Grenze gemacht und konnten dadurch auch viele Lieferanten einfach schon mal eliminieren. Ob 10.000 Euro für jedes Unternehmen richtig ist, das liegt auch an der Größe des Unternehmens, ja, und auch ein bisschen am Geschäftsmodell. Da muss man dann eben hingucken und es juristisch auch vernünftig begründen, damit es rechtssicher ist. Aber so kann man Komplexität rausnehmen. Nichtsdestotrotz werden wir uns über die meisten der Lieferanten eines Unternehmens doch kümmern müssen und die eben einkategorisieren. Das manuell zu erledigen ist nicht leistbar. Ja, das haben wir schon festgestellt. Deshalb empfehlen wir da eben auch die Nutzung von Technologie. Wir haben eben unser Scoreboard entwickelt. Ganz, ganz viele Unternehmen, die etwas größer sind, haben dort auch Tools für das Lieferantenmanagement. Das heißt, sie nutzen Programme, Supplier Relationship Management Programme, in denen dann auch eben Audits abgelegt werden, Bewertungen abgelegt werden, wo die Lieferanten Selbstauskunft abgelegt wird oder Code of Conduct und somit auch dann einfach Aufwand reduziert werden kann, ja, digitalisiert über Lieferantenportale und das empfehlen wir natürlich unseren Kunden, das auch
im Bereich Nachhaltigkeit dann stärker weiterzuentwickeln, sodass wir in Zukunft dort auch CO2-Bilanzen ablegen können beispielsweise und die Lieferanten auch ihre Maßnahmen zur CO2-Reduzierung beispielsweise schon mal dokumentieren können. Ja, genauso wie sie jetzt dokumentieren können, dass sie eben keine Menschenrechte verletzen. Mhm. Gibt es da von dir eine Empfehlung? Du musst jetzt nicht unbedingt einen Hersteller nennen, aber wenn du sagst, da gibt es schon welche, die sich auch für den Mittelstand außerhalb von SAP tummeln. Also Lieferantenmanagementsysteme gibt es wie Sand am Meer. Wirklich, da gibt es Dutzende Softwareanbieter, teilweise sehr spezialisiert auf Branchen. Das heißt, das lohnt sich immer mal zu sehen. Wenn ich jetzt ein Lebensmittelhersteller bin, dann könnte ich da ein paar Anbieter nennen, die sich sehr auf Lebensmittel spezialisiert haben mit all ihren Eigenschaften. Jede Branche hat ja auch nochmal ihre eigenen Zertifizierungen und Standards. Ja, wenn ich jetzt Automobilist bin oder Tier-2-Lieferant irgendwo im Automotive-Bereich, gibt es da sicherlich andere, bessere Anbieter. Deshalb gibt es da keine generelle Antwort. Es gibt auch Generalisten, jetzt wie SAP Ariba, eine sehr, sehr große Lösung. Sehr, sehr teuer auch natürlich, das weiß jeder. Also da muss man sich einfach ein bisschen informieren und dann kommt man, denke ich mal, auch auf das richtige Tool. Ansonsten biete ich natürlich jetzt schon an der Stelle an, dass Sie einfach die Unternehmen uns kontaktieren bei Höbeler Holzmann und wir können da auch im Rahmen von Workshops eben relativ schnell rausarbeiten, welche Anwendungen dort nützlich sind, also Nutzen bringen. Ja, sehr gut, weil ich bin da absolut deiner Meinung, das muss irgendwo standardisiert sein, automatisiert sein. Was mich noch interessieren würde, es ist ja auch zum Teil ein Controlling-Podcast, ne? Gibt es bestimmte Lieferanten- und Nachhaltigkeits-KPIs, wo man sagen kann, das ist schon so eine Art Standard, die messen wir eigentlich immer, wenn wir über die Lieferkette sprechen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn es jetzt KPIs im Sinne des LKSG geht, ist tatsächlich die wichtigste Kennzahl sicherlich die Quote der Lieferanten beziehungsweise das prozentuale Einkaufsvolumen mit einer hohen oder mittleren Risikobewertung. Mhm. Ja, gerade bei Unternehmen mit globalen Lieferketten, das sind ja auch viele Mittelständler in Deutschland, ja, die Champions, ja, die Hidden Champions, die globale Lieferketten haben eben, ist es kaum möglich, ein risikoloses Lieferantenportfolio zu führen. Ja, man ist sofort in irgendeinem Land mit irgendeinem Rohstoff oder irgendeine Komponente, wo man sagt, okay, da ist ein Risiko. Ja. Das heißt, da kommt es eben darauf an, die einzelnen Maßnahmen, die Lieferant zur Risikomitigierung, auch in ein entsprechendes Controlling zu überführen, damit die Maßnahmenumsetzung einfach auch gut nachgehalten wird, gut dokumentiert ist. Da kommen wir wieder zum Lieferantenmanagement, ja, dass wir eine Datenbasis benötigen, wo wir entsprechend dann auch alles zusammenführen. Ansonsten, wenn wir den Bereich jetzt größer ziehen, im Bereich Nachhaltigkeit, ist definitiv natürlich das Thema CO2 jetzt hat Strahlkraft. Das heißt, viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt schon tatsächlich mit der Bilanzierung oder Baselining des CO2-Footprints von ihren Lieferanten. Und wir haben beispielsweise in der Logistik sehr viele Projekte, die zwar Kosten optimieren möchten, also Verkehre reduzieren, LKW-Verkehre von A nach B reduzieren, aber gleichzeitig natürlich als Ziel auch haben, durch weniger Verkehr geringere CO2-Ausstöße zu produzieren. Und das sind genau Themen, die natürlich so ein Unternehmen, ein Mittelständler auch, sehr gut mit seinen Lieferanten umsetzen kann. Ich gebe ein ganz, ganz banales Beispiel. Ein Disponent, also ein Besteller von einem Mittelständler, hat immer an 3 Tagen der Woche 3 Paletten bestellt. Ja, ich konstruiere es ein bisschen, damit es deutlich wird. So, und wir haben eben unter Inventory-Management-Gesichtspunkten, damit wir da eine Ausgewogenheit haben, haben wir ein Gesamtoptimum dann entsprechend entwickelt. Und am Ende des Tages waren es dann entsprechend 2 Liefertage nur noch, also 2 Fahrten anstatt 3 mit 4 und 5 Paletten meinetwegen. Ja, das reichte genau mit der Lagerkapazität und so weiter. Wunderbares Thema. Wir haben Kosten gespart und wir haben gleichzeitig auch, ehrlich gesagt, ein Nachhaltigkeitsprojekt durchgeführt. Ja, weil wir haben CO2 gespart. Genau. Und deswegen musst du es an der Stelle messen. Vorher, nachher. Genau. Was kann ich tun, um das zu reduzieren? Das habt ihr dann gemacht über die Analyse des Lieferprozesses. Und dann sind wir wieder im Controlling-Thema, ne? Weil irgendwo musst du es messen. Ohne Messung keine Information. Ohne Information keine Entwicklung von Maßnahmen. Korrekt. Ich habe noch eine, so zum Abschluss, noch so eine Killerfrage. Was mache ich denn,
wenn ich dann mein Risikomanagement so aufgesetzt habe, alles ist fein, aber jetzt stoße ich genau darauf, dass mir jemand den Code of Conduct nicht unterzeichnen möchte. Ich habe auch ein schlechtes Bauchgefühl, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Flugzeug steige und mir angucke, ob er dort Kinder beschäftigt oder nicht. Aber mein Bauchgefühl bleibt. Aber ich sage, Mensch, mit dem arbeite ich 10 Jahre zusammen. Der liefert mir 90% meines Rohstoffs. Also es gibt ja solche Thematiken. Also ich kenne die Antwort, aber ich würde von dir gerne mal hören, wenn euch sowas im Prozess über den Weg läuft. Wie geht ihr damit um? Wie kann der Kunde reagieren? Du skizzierst ja einen strategischen Lieferanten, der 90% absolut von irgendwas liefert. Ja, also das heißt, wenn es ein strategischer Lieferant ist, dann hilft es nicht, die Augen zu schließen und zu hoffen, es wird schon gut gehen. Also das funktioniert nicht. Sondern dann hilft nur eins tatsächlich, wenn ich davon abhängig bin von diesen Lieferungen und ich habe sogar nur diese Single Source, wie man so schön sagt, also diese eine Lieferquelle, dann hilft es nur tatsächlich, ins Auto, ins Flugzeug, in die Bahn zu steigen, ja, wie auch immer, hinzufahren, um sich mit den Lieferanten hinzusetzen und sich vor Ort anzuschauen, warum er diesen Code of Conduct meinetwegen nicht unterschreiben möchte. Ja, da hilft nur, entsprechend mit dem Lieferanten auch einen Maßnahmenplan zu entwickeln, denn also wenn der Verstoß gegen Menschenrechte jetzt beispielsweise bekannt wird, dann muss ein Lieferant sehr, sehr schnell handeln. Mhm. Ja, beziehungsweise da muss der Kunde des Lieferanten sehr, sehr schnell handeln und mit dem Lieferanten gemeinsam schnell handeln. Und deshalb ist es auch entscheidend, dass sich die Unternehmen auf diesen Fall vorbereiten. Ja, die müssen klar haben, wenn wir das Thema auf den Tisch kriegen, wenn wir so mit so einer Problematik konfrontiert werden, einen Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten definieren, also wie dann die einzelnen Stakeholder auch mitarbeiten. Eben, dann haben wir die Rechtsabteilung an Bord, wir haben den Einkauf an Bord, wir haben das Qualitätsmanagement an Bord, wir haben vielleicht sogar die Produktentwicklung an Bord, wenn wir auf Ersatzstoffe umsteigen müssen im schlimmsten Fall, ja, auf Ersatzmaterialien. Insofern sehe ich da dann am Ende des Tages, was die Umsetzung beim Lieferanten angeht, auch ganz klar die Einkaufsabteilung in der Verantwortung. Ja, also klar nach dem Grundsatz One Face to the Supplier. Ja, ich habe den Einkauf, der gerne zusammen mit dem Qualitätsmanagement dann agiert, aber diese Einkaufsabteilung muss den Sachverhalt aufarbeiten und im allerschlimmsten Fall, bevor wir einen Reputationsschaden erleiden, ja, muss man sich eben von dem Lieferanten trennen. Ja, das ist am Ende des Tages die letzte Konsequenz, die man hat. Und auch die logische Konsequenz. Also danke für die Antwort. Genau das wollte ich nochmal hören, aber ich wollte es aus deinem Mund hören, weil du dich tagtäglich damit beschäftigst und man in der Praxis natürlich dann doch so ein bisschen zerrissen ist, gerade wenn es strategisch ist. Liefert der nicht mehr, kann ich auch nicht mehr liefern. Und es muss ganz klar sein, hier gibt es kein Grau, hier gibt es nur Schwarz oder Weiß. Und wenn ich da ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann muss ich mir ein Bild verschaffen. Und wenn das Bild dieses Bauchgefühl bestätigt, dann greift ja mein Risikomanagement. Und dann sollte ich mir auch in dem Falle schon Gedanken gemacht haben und irgendwo zumindest vielleicht mal einen Kontakt im Vorfeld mit einem Alternativlieferanten aufgenommen haben, auch wenn dieser vielleicht den doppelten Preis nimmt. Das wäre dann die Konsequenz. Und von daher finde ich es wichtig, das hier auch nochmal so zu sagen und auch so dieses Problem in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, dann ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr nur ein Einkaufsproblem, sondern das ist eigentlich auch wieder Top-Management-Problem. Das ist zum Vorstand hoch, er ja auch in der Verantwortung steht, dann hinterher sagen, zwischen 2% des weltweiten Umsatzes, das ist jetzt so viel, das bricht uns das Genick, da kann ich die Augen nicht vor verschließen, auch wenn ich nicht vielleicht gerade direkt in meiner Verantwortung liegt. Zum Abschluss, deine drei Tipps an Unternehmer, die das jetzt gehört haben und die sagen, ich bin zwar noch nicht sofort betroffen, weil ich keine 3000 Mitarbeiter habe, aber etwas über 1000 habe ich auch. Ich habe jetzt gelernt, in 2 Jahren betrifft mich das. Wie würdest du so ein Projekt jetzt, Stand heute, angehen? Ja, also erstmal so früh wie möglich anfangen. Ja, ASAP, wie man so schön sagt. Der erste Tipp ist, ein crossfunktionales Team aufsetzen. Ja, es nützt mir jetzt nicht nur der Einkauf, sondern idealerweise eine Nachhaltigkeitsfunktion, die Rechtsabteilung eben an Bord oder der externe Rechtsberater und die interne Revision oder Compliance-Abteilung. Ja, eben, dass sich dort zusammengesetzt wird und sichergestellt wird, dass eben der Risikomanagementprozess erstmal ganzheitlich aufgesetzt wird. Sehr gerne, dass die Compliance- und Nachhaltigkeitsabteilung die Leitplanken festlegt, wo die Unternehmensstrategie in dem Bereich eben lang geht und der Einkauf eben dann entsprechend in die Umsetzung eingebunden wird des Ganzen. So denken wir, dass wir da die Schnittstellen auch effizient ausgestalten können. Zweiter Punkt, ganz wichtig, Aufbau bzw. Weiterentwicklung des Lieferantenmanagements. Uns ist bewusst, dass LKSG bedeutet den betroffenen Unternehmen erstmal mehr Arbeit. Aber daraus kann auch ein Mehrwert generiert werden. Denn intransparente Lieferketten
Und somit unerkannte Risiken können eben für Unternehmen irre kostspielig werden. Ja, das LKSG ist jetzt auf dem Thema Menschenrechte unterwegs. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt noch weitere Risiken, die da in der Lieferkette schlummern. Insolvenzrisiko, Versorgungsrisiko etc. Also mir hilft es auch nicht, wenn mein strategischer Lieferant mir auf einmal einen Brief schreibt und sagt, ich bin jetzt leider pleite, du kriegst nichts mehr. Ja, das ist auch ein Thema, was man natürlich durch ein gutes Lieferantenmanagement monitoren kann und zumindest mal die Risiken mitigieren kann. Ja, also ob man sie ganz wegkriegt, ist die andere Frage, aber man läuft auf jeden Fall nicht total blind durch die Gegend. Und tatsächlich stellen wir fest, dass dieses Lieferantenmanagement bei vielen Mittelständlern nicht gut ausgeprägt ist. Also das empfehle ich ganz klar, damit sofort anzufangen. Drittes Thema, das haben wir auch schon rausgehört, die Nachhaltigkeitsfunktion fest in der Unternehmensstruktur verankern. Das heißt, auch von der Unternehmensstrategie herkommend, das in die einzelnen Bereiche, in die Supply Chain Strategie, in die Einkaufsstrategie verankern und natürlich auch controllen. Ja, das ist ganz wichtig. Also das heißt auch Controlling, diese Nachhaltigkeits-KPIs, wie beispielsweise Thema CO2-Reduktion, ja, annimmt, implementiert. Ich gehe nicht nur von der Reduktion aus, sondern ich bin ein bisschen radikaler. Unternehmen müssen eine positive Umweltbilanz erzeugen. Ja, das heißt also, der Fußabdruck, den das Unternehmen hinterlässt oder sogar gar nicht hinterlässt und zu positiv einwirkt, wird eben mittelfristig entscheidend sein, ob das Geschäftsmodell erfolgreich ist. Ja, oder ich noch eine Finanzierung bekomme oder noch Mitarbeiter bekomme, die für mich arbeiten möchten oder ich noch Kunden bekomme, die bei mir kaufen möchten, wenn ich der bin, der die Umwelt am meisten verbestet. Also wichtiges Thema, hat jetzt nichts mit der Lieferkette zu tun, haben wir letzte Woche auch von der Andrea Engelin was zugehört. Ich bedanke mich bei dir. Die einzige Frage dann am Ende, wie erreicht man euch denn, wenn man jetzt das gehört hat und sagt, Mensch, der Daniel, der hat da viele Dinge gesagt, die müssen wir als Einkaufsabteilung oder als Unternehmen auch angehen. Ja, also LinkedIn ist natürlich Pflicht, findet man mich sofort, denke ich mal. Ansonsten haben wir auch eine Homepage, hövelerholzmann.com oder eben per Mail, mein Nachname belka@hövela-holzmann.com geht natürlich genauso gut. Also da über diese gesamten Kanäle. Ja, und um es einfacher zu machen, verlinke ich die unter den Shownotes. Das heißt, einfach draufklicken. Und ja, mir bleibt nur noch vielen Dank zu sagen. Ich glaube, das war wichtig, das mal einmal so einzusortieren, auch für kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Neben das Lieferkettengesetz ist ja nur eines von vielen Initiativen, die gestartet wurde, die aber jetzt aktuell auch scharf geschaltet wird. Da wird uns in der Zukunft ja noch mehr erwarten. Und sehr wichtig, haben wir, glaube ich, auch schon rausgeholt, und das ist ja dann so auch mein Home-Turf, wie spielt das Controlling, die Datenbeschaffung und dann auch die datenbasierte Entscheidungsfindung damit rein. Und auch das Risikomanagementsystem ist ja aus CFO-Sicht auch eines, was nicht zu vernachlässigen ist, da am Ende man dafür auch den Kopf hinhält, wenn der Verantwortung ist. Von daher, Daniel, vielen Dank. Ja, danke dir. Und ja, vielleicht mal zu einem anderen Thema auch im Einkauf, weil Einkauf ist ja auch immer top aktuell. Mach's gut. Sehr gerne. Danke.